willkommen bei einer neuen Ausgabe von Skidas Melange und heute einmal aus Straßburg und mit einem ganz besonderen Gast, nämlich die Theresa. Die Theresa Muig ist nämlich seit wenigen Tagen neu gewählte Europaabgeordnete. Hallo, erstens herzlich willkommen bei unserer Melange. Übrigens, wir haben heute nur Espresso, weil die Melange-Tasten nicht mitgekommen sind, daher ist es jetzt quasi Skidas Espresso. Aber sag mal, wie geht es dir jetzt da so nach wenigen Tagen im Europaparlament? Ausgezeichnet. Es war ein wirklich spannender Start. Wir sind gleich mit ganz aufregenden Themen auch eingestiegen und ich freue mich, da zu sein und ich freue mich, dass ich das Mandat habe antreten dürfen. Aber wir stellen dich einmal kurz vor, nicht? Du bist 38 Jahre alt. Genau, also ich bin die Therese, bin 38, komme aus Innsbruck, Tirol. Und das ist mein allererstes politisches Mandat. Ich war bisher im politischen Ehrenamt tätig und habe beim AMS, also beim Arbeitsmarktservice, gearbeitet. Und mein Weg in die Politik war so ein bisschen geprägt von meinem eigenen Lebenslauf. Ich war Alleinerzieherin, ich habe auch finanzielle Probleme gehabt, ich habe Probleme mit der Wohnungssuche gehabt. Ich kenne so politische Themen an der ganz eigenen Person. Ich kenne sie ja aus den Beratungen, die ich im Arbeitsmarktservice gemacht habe. Und so hat es mich eigentlich zur SPÖ und in die Politik getragen. Das ist also das erste Mal, du warst ja schon 2019 auf der Europaliste. Genau, und genau. Vielleicht jetzt für die, die sich fragen, warum neu, weil Bettina Vollert ist ausgeschieden. An dieser Stelle ein herzliches Dank nochmal an die Bettina. Und falls sie zuschaut, auch hallo und liebe Grüße. Aber dann ging es so quasi, quasi der Liste folgend und die Wahl ist dann auf dich gefallen, was sehr schön ist. Du sagst jetzt, du bist Tirolerin. Genau. Aber aufgrund deines Lebens bei der SPÖ gelandet, was in Tirol nicht so selbstverständlich ist, nicht? Das ist nicht das sozialdemokratische Kernland, sagen wir mal. Das ist richtig. Obwohl, wer weiß, vielleicht demnächst eh auch mit Regierungsbeteiligung sogar. Aber genau. Du hast gesagt, du bist sehr jung Mutter geworden. Genau. Jetzt bist du aber noch immer nicht alt, nicht? Du bist 38. Genau. Wann war das? Ich war 18 damals. Mein Sohn ist jetzt 20 und vielleicht noch mal zurück zu, warum die Sozialdemokratie, weil ganz klar, diesen Lebensweg, den ich dann trotz ein paar widriger Umstände habe machen können und eine sehr tolle Karriere, die ich auch machen habe können, das waren einfach Errungenschaften aus der Sozialdemokratie, aus der Gewerkschaft, aus der Frauenpolitik und deshalb war das eine ganz eindeutige Richtung, die das Leben mir da vorgeschlagen hat. Okay, der 20-jährige Junior quasi schaut vielleicht auch zu, sagen wir auch Hallo. Wir Hallo. Sagen, heute Hallo. Grüßen wir alle. Heute grüßen wir alle. Der hat als erstes gesagt, ich habe in der Schule so viel gelernt über das Europäische Parlament und über die EU und findet es sehr aufregend, dass die Mama jetzt Mal dort sitzt. Darf er mitfahren und zuschauen, oder? Auf jeden Fall. Na schau, haben wir schon was rausgeholt für einen? Aber jetzt, okay, das war die quasi die erste Station, die natürlich mit 20... Wenn man da alles sein Leben ordnen will und dann muss man auch um ein Kind sich kümmern, quasi haut es einem ein bisschen aus den gängigen Bahnen. Genau. Es ist glaube ich, kein leichtes Leben. Du sagst, du hast da gelernt, dass es auch Rahmenbedingungen braucht. Genau. Möglichkeiten, Chancen ermöglichen, die ja nicht jeder so gleich verteilt hat. Nicht? Wenn du jetzt aus deinem Leben sagst, du warst da mal schlecht verdienend, Wohnungssuche, dann sind das ja auch so Dinge, wo man sagt, da trifft es ja die Leute nicht nur, weil sie faul oder uninteressiert sind an ihrem Leben, sondern ganz einfach, es kann auch ganz fleißige, engagierte Leute treffen, weil sie einfach das Pech haben, in die falsche Familie geboren zu sein, in den falschen Background geboren falsches zu sein. Land. Falsches Land. Genau. Ich denke, die Aufgabe der Politik ist es, das Leben von den Menschen besser zu machen und diese Voraussetzungen, die sehr ungleich sein können und, wie du richtig sagst, die ja niemand selbst verändern kann und das auszugleichen. Und jetzt, das glaube ich ist auch ein wichtiger Punkt nochmal zu unterstreichen, du sagst, es ist dein erstes politisches Amt, also du warst weder im Innsbrucker Gemeinderat noch im Landtag, sondern jetzt gleich ins Europaparlament, aber hast dich immer politisch engagiert. Genau. Und denk mal, arbeiten beim AMS ist zwar ein Job, aber ist natürlich auch ein Job, der für die Gesellschaft und für gewisse Gruppen in der Gesellschaft ganz relevant ist. Arbeitsmarktpolitische Themen sind auch sehr spannend und in jeder Beratung, wo man Menschen in der Ausbildung oder in der Arbeit begleitet, hat man auf gewisse Art und Weise natürlich auch einen politischen Hintergrund oder einen politischen Auftrag vielleicht sogar. Und jetzt, was glaubst du, wirst du davon da im Europaparlament so mitbringen, einbringen können? Oder willst du einbringen? Also ich denke,
Irgendwie ist da das Herz der Demokratie, das ist das Europäische Parlament, da fallen die großen Entscheidungen, da fallen die großen Entscheidungen für die Europäische Union, aber natürlich auch für Österreich, für die EU. Und ich denke, dass ich meine Erfahrungen gut einbringen kann, dass ich das, was ich in meinem eigenen Leben und auch in meiner Arbeit gelernt habe, da gut her mitbringen kann und dass es einfach die Möglichkeit ist, sich auch für Tirolerinnen und Tiroler einzusetzen. Wo wirst du sein eigentlich im Europa? Also wo wirst du sein im Europaparlament? Aber quasi welche Themen wirst du da? Also in der Hauptzuständigkeit wären es die Ausschüsse für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, der Rechtsausschuss und der Ausschuss für Menschenrechte sein. Also das heißt Rechte, Menschenrechte, genau. Das ganze Rule of Law, genau. und diese Themen. Vielleicht zur Erklärung: Wir sind ja 5 Abgeordnete von der SPÖ und daher muss man sich die Ausschüsse ein bisschen aufteilen. Genau. Und ich denke mal, aber der Themenbereich Menschenrechte, Rechtsausschuss ist ja viel mehr als nur Menschenrechte. Ja. Ist ja ein ganz spannendes Thema. Was bist du von der Ausbildung? Ich habe Soziologie und Gender Studies studiert. Ah, okay. Und das Thema Menschenrechte ist sowas Übergreifendes, sowas Grundsätzliches, dass ich mich auch sehr freue, in diesem Bereich arbeiten zu dürfen. Und hast du schon was gearbeitet, das ist eine blöde Frage, aber ich meine, du bist ja jetzt wenige Tage im Europaparlament, aber genau. Es ist gleich am ersten Tag im Plenum, wie du angelobt worden bist. Genau. Ist ja gleich losgegangen, war die Debatte zu Frontex. Ganz genau, da haben wir uns gegen die Entlastung von Frontex ausgesprochen und haben auch gleich medial dazu Statements gemacht, weil natürlich ganz klar dieser Zustand, wie er jetzt ist, nämlich dass an den EU-Außengrenzen Rechtsbrüche begangen werden, dass da Menschenrechte eben nicht eingehalten werden und dass da Frontex nicht nur an einer Vertuschung, sondern auch daran partizipiert hat, ist natürlich etwas, das das Europäische Parlament nicht stehen lassen kann. Und der Frontex-Chef ist ja in der Zwischenzeit sogar zurückgetreten. Genau. Ne? Da ist einiges im Argen. Und da haben wir, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag geleistet. Also ich darf jetzt da mit einsteigen sozusagen, aber da ist ja viel vom Europäischen Parlament aus auch in die Wege geleitet worden, damit überhaupt auch dieser Rücktritt zustande gekommen ist, wenn man das so sagen darf. Das heißt, in jedem, das ist auch eine Chance auf ein bisschen einen Neuanfang, der vielleicht auch dann Frontex ein bisschen besser, menschenrechtskonformer in Zukunft aufstellen können wir. Also ich denke, da braucht es eine ganz grundsätzliche Änderung und wir hoffen natürlich und wir kämpfen dafür, dass das sich verändert. Da geht es immerhin um Menschenleben. Du hast Tirol auch erwähnt. Ja. Du bist Innsbruckerin. Genau. Du lebst jetzt in Innsbruck. Seit langem schon, ja. Ursprünglich bin ich ja aus einem relativ kleinen Dorf namens Galzain. Falls da jemand zuschaut, freuen sie sich auch über die Erwähnung. Genau. Ist er roter Bürgermeister? Nein. Okay. Nächstes Mal wird er erst ein roter Bürgermeister sein. Diesmal haben wir es noch nicht geschafft. Aber jetzt ist ja Tirol auch irgendwie. Was sind Tirol, Europa, was sind da die Schnittpunkte? Verkehr, oder? Verkehr, da werden wir vielleicht hin und wieder miteinander diskutieren. Das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Ich denke, dass alle Themen, die auf einer europäischen Ebene behandelt werden, letzten Endes auch für Tirolerinnen und Tiroler, also ob Menschenrechte eingehalten werden, ob vor unserer Haustür Krieg ist, ob wir uns die Stromrechnung nur leisten können, wie die Gaspreise sein, das sind alles Themen, die Tirolerinnen und Tiroler natürlich auch mit betreffen. Aber als ganz großes Thema im Rucksack habe ich natürlich auch den Verkehr. Okay. Also der Verkehr quasi, das Inntal, Brenner, genau. Verkehrshölle, zu viel LKWs auf der Straße, zu wenig Güter noch auf der Schiene. Genau. Und vor allem, dass der Brenner Basistunnel zwar gebaut wird, aber die Zulaufstrecken. Genau, die Deutschen und die Italiener irgendwie nicht klar ist, ob sie mit der gleichen Energie die Zulaufstrecken errichten und dann alles ist. Apropos Italien, weil ein Thema, das ja auch immer gern diskutiert wird mit Tirolern, ist ja die Teilung Tirols, wenn man so will, in 3 Teile, Nord- und Osttirol, die auch keine Verbindung haben, ne? Da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Verkehr. Ja. Genau. Eigentlich, die sind ja quasi sehr schlecht angebunden. Eigentlich. Da könnte man auch was machen. Ja. Aber auch Südtirol ist ja immer wieder. Hast du schon deine Südtiroler Tatsächlich seit der Wahl 2019, wo wir sehr aktiv waren im Wahlkampf, in der Kandidatur, gibt es da Verbindungen und gibt es da auch Gespräche, sogenannte übergreifende Treffen, in denen wir uns zu den wichtigen gemeinsamen Themen austauschen. Aber hier noch nicht, muss ich noch suchen. Genau. Sitzen nicht bei uns in der Fraktion, sondern obwohl die Südtiroler Volkspartei ja auch einen Arbeitnehmerflügel hat, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ja so eine breite.
Ja, ich glaube, ich habe viel Netzwerken und viel Kennenlernen aufzuholen. Na gut, aufzuholen. Ja. Ich meine, nach 2 Tagen kann man das noch nicht, weil das Haus ist ja sehr schwierig. Daher, ganz so persönlich, ich meine, da kommt man aus seiner Arbeit in Innsbruck, wird angerufen, ob man ins Europaparlament will. Wie geht es einem da? Ist es ein bisschen so, wie wenn Stockholm den Zeilinger anruft und sagt, hallo, du hast den Nobelpreis gewonnen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist wirklich vergleichbar. Also für mich war was hast du da gemacht? Einen Schnaps gleich getrunken, oder? Ich habe mich ganz zuerst einmal gefragt, ob ich die Nummer identifizieren kann und ob das wirklich wahr ist, ja. Tatsächlich. Und wie das dann geklärt war, dass das ein ernsthaftes, echtes Angebot ist und dass das auch nicht, dass es auch konkret schon am Tisch liegt, habe ich gejubelt. Ah, gejubelt? Ja. Immerhin. Ja. Gesunder als ein Schnaps. Aber jetzt quasi, das ist ja auch eine fürchterliche aber eine starke Lebensumstellung. Nicht? Ja. Man muss quasi die meiste Zeit verbringt man in Brüssel. Genau. Die Zeit, die man nicht in Brüssel verbringt, verbringt man eigentlich in Straßburg. Und dann muss man natürlich immer wieder schauen, dass man auch zu Hause präsent ist. Ja. Gerade wenn man jetzt so in Tirol, wo man sagt, okay, da will ich jetzt auch zeigen, was ich mir einbringe, was ich mir engagiere. Wie geht es? Ich meine, das ist ja am Anfang, denke ich mir, eine Lawine, die einem eigentlich da schlagt, oder? Es ist ganz, ganz viel, aber es ist auch unglaublich spannend. Ich reise gerne, wir sind in der Familie relativ flexibel mit dem und können relativ gut zwischen Brüssel, Tirol und Straßburg hin und her pendeln. In dem Fall ist das Jungmuttersein jetzt auch natürlich ein Vorteil, ja. Weil der 20-Jährige kann sich selber in den Flieger hocken, wenn es ist. Das macht natürlich auch einen Unterschied. Und ansonsten freue ich mich einfach auf eine ganz aufregende Zeit und will wirklich auch der Präsenz in Tirol gerecht werden. Also wir haben jetzt gestartet mit einer sehr intensiven Woche, der auch noch eine intensivere Woche folgen wird. Aber an sich ist es schon ein großes Anliegen, dass ich auch in Tirol spürbar merkbar bin. Okay, da kommt noch das Programm, das kann man jetzt noch nicht erwarten. Aber jetzt kann man dir schon mal auf Social Media auch überall. Genau. Das sagen wir jetzt genau, auf Facebook. Instagram, Facebook und Twitter. Theresa Muick. Genau. Immer Theresa Muick, oder? Theresa Muick, genau. Theresa ohne I. Ohne genau. I. Ich bin nicht böse, Muick aber man findet es sonst nicht. Muick mit I. Muick mit I dafür. Okay. Verstehe. Jetzt wollte ich dich noch eins fragen. Genau, das ist mein letztes Thema, weil in den Menschenrechtsausschuss fallen ja auch die ganzen Regenbogenthemen. Ja, ja. Also sprich LGBTIQ-Themen. Da ist ja gerade das Europaparlament sehr laut und sehr starker Verbündeter für Rechte und gegen die Einschränkung von LGBTIQ-Rechten. Da spielt sich ja auch gerade einiges ab. Nicht? Wenn ich nur denke, in Belgrad ist die Regenbogenparade eigentlich von Vucic verboten worden. Ja. Also ich denke, das ist vielen, die jetzt zuschauen, die mich vielleicht schon kennen, bekannt. Das ist ein Herzensanliegen, ist auch ein persönliches Anliegen von mir. Also ich bin Feministin, ich bin auch Queeraktivistin und diese Themen werden nicht zu kurz kommen. Und da gibt es ja auch einige Verbündete im Europaparlament. Genau. Und ein paar schreckliche Dinge, nicht? Wie zum Beispiel, dass in Polen LGBTIQ-freie Zonen ausgerufen worden sind. Dagegen wird massiv angekämpft. Und ich denke mal, manche Leute glauben ja da immer, das ist nur so ein Randthema. Was geht das alle anderen? Aber man sieht sehr schnell, finde ich, auch in Polen, wie alle Rechte eingeschränkt werden, wie Lebensqualität, wie Freiheit, auch für die, die es nicht betrifft, am Schluss ein Stück verloren geht. Es fängt dort an, wo bestimmte Gruppen betroffen sind und wächst dann und betrifft letzten Endes jede einzelne Person. Deshalb im sehr positiven Sinne, erste Verbündete wurden schon gefunden, also da hat es schon erste Gespräche gegeben und natürlich auch inhaltlich sehr traurige Gespräche, ob den Dingen, die gerade passiert sind. Aber dann machen wir vielleicht hier Schluss, trinkt noch unseren Kaffee aus, damit das ja nichts über... Wir müssen jetzt lachen, weil in Wahrheit ist gar nichts dringend gewesen. Jetzt habe ich es so ernsthaft betrieben. Aber ich kann mich nicht mehr zusammenreißen können. Mein Schluck war so glaubhaft. Ja, aber vielleicht, man findet dich also auf Social Media in nächster Zeit, in Tirol auch, da werden die Veranstaltungen oder die, wie man dann Kontakt aufnehmen kann, ja auch noch bekannt geben. Ist sicherlich für viele von euch, gerade im Westen Österreichs, eine spannende Sache, auch eine engagierte SPÖ-Abgeordnete zum Europäischen Parlament vor Ort zu haben. Und es werden auch ein paar Akzente kommen. Ganz gerade im Dezember zum Beispiel wird die S&D-Fraktion ja in Wien eine große Tagung haben. Und ein Abendevent soll genau dem Thema, wenn man so will, jetzt Regenbogen unter Druck auch
gewidmet sein, wo man zum Beispiel natürlich dann auch mit dir in Kontakt und in Diskussion treten kann mit ein paar anderen Kollegen. Ich freue mich schon auf viele Gespräche. Gut, dann wünschen wir ich dir vor allem jetzt nach dem Ankommen auch eine gute, erfolgreiche Zeit. Ich glaube, eigentlich deine positive Energie wird all das, was ein bisschen komplizierter ist, überstrahlen. Und freue mich schon auf die Zusammenarbeit und auf viele erfolgreiche Initiativen. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar, die Verkehrshölle in Tirol ein Stück weit weniger zur Hölle. Das wäre großartig. Das nehmen wir uns vor. Das nehmen wir uns vor. Vielen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.